Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind zurück bei Super Mario Kart mit dem Dexter. Dexter. Guten Tag. So, wir starten. Ich hoffe, man sieht meine Maus nicht. Ich hoffe, ich habe sie wieder ausgeblendet. Ich glaube, ich habe sie schon ausgeblendet. Ich hoffe. Ja, und wir machen jetzt einfach mal den Special Cup und rocken den hier First ja, Try, würde ich sagen. Herzlich willkommen bei Let's Play Super Mario Kart, die erste Strecke vom Special Cup, 150 CCM. Ja, Part 594. Ja, das geht gut los. Weißt du, ich muss mich immer, wenn ich hier irgendwie in so eine neue Session starte, muss ich immer mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen, weil die irgendwie so, das ist so, wie nennt man das nochmal, wenn die hier die Steuerung jetzt später reagiert? Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Verzögert. Nein, da gibt's so ein tolles Wort für. Versetzt. Oh nein. Ich hab den Schock. Auch bei SMW-Hex und so. Wie nennt man das? Latenz, genau, ich habe so eine Latenz. Du hast keine Latenz, du bist doch, der ich Host. Hab eine Latenz, es fühlt sich so an. Nein, hast du nicht. I got a feeling. Ich hab den Blitz. I got a feeling, das ist gut. Ach. Also, dann ja, setzen ein. Ja, in der letzten Runde. Ey, denkst du, du kommst an allen vorbei in der letzten Runde? Zweiter wird mir reichen. Ja, okay, also. Dritter auch. Irgendeine Platzierung ab 4 auch. Ich hab auch Schock. Hä? Nicht! Du Pisser! Ich komme jetzt nicht in die letzte Runde, oder? Nein, okay. Ja, dann war doch gut. Ich will nämlich in der letzten Runde noch ein Item, weißt du? Ja, ja. Deshalb habe ich das natürlich taktisch klug eingesetzt. Nicht, weil ich gerade zu dieser Stelle. Nein! Auf keinen Fall, weil ich gerade zu dieser Stelle an der Brücke kam und eigentlich hüpfen wollte und die falsche Taste gedrückt habe. Boah, Bowser, Alter. Ey, das sieht so lustig aus, wenn er da halb über die Brücke fährt, weil du das Hüpfen verkackt hast. Das sieht mega verbuggt aus. Dieses scheiß Leuchtgedöns hat verfolgt einen. Ja, toll. Die Ratchet geht auch ihres Weges tief in den See hinein. Alter. Holst du den noch? Ey, wenn er das schafft, Conn, dann lieb ich dich aber. Alter, ich bin Erster! Ich sag's doch, ey. Ich glaube, jetzt müssen wir über Nachwuchs nachdenken. Wenn das so weitergeht, also dann weiß ich echt nicht mehr weiter, was wir sonst noch machen sollten. Ja, wer mit mir keine Kinder will, der ist selber schuld. Ja, Conn, los geht's. Direkt nach dem Part, würde ich sagen, komme ich mal kurz vorbei nach Würzburg. Dann müssten wir uns eine Frau holen, die aufschneiden, ihre Eierstöcke mit dir kurz schließen, dann müsste ich den Arsch spritzen. Das ist eine gute Idee. Das klingt vollkommen human. Ja, finde ich gut. Ich bin Erster geworden. Definitiv. Das ich bin gut. Erster! Ja, das Ding und ist, guck mal, Luigi noch ein paar Strecken, die so ein Luigi ist nur Dritter geworden. Ich will dir nicht die Hoffnung nehmen, aber. Ich bin Erster geworden. Und die Strecke ist geschenkt. Ne, ist sie nicht, aber. Nee, ist sie nicht. Die ist doch, hart. Man kann hier an einer Stelle guten Item legen, wo der Gegner immer reinfährt. Das Problem ist, wenn ich da jetzt man eine hinlege. Man muss da erstmal seine Route dadurch die Seen finden. Das ist das Schwerste, finde ich. Wie waren das hier nochmal? Hier lang, hier durch, genau. Ich schieße einfach mal. Aber das sollte an sich eigentlich möglich sein hier. Ja, kick mich doch noch weiter weg, du Pisser. Oh ja, weißt du, ich. Ja, ein Stern ist jetzt gerade. Die Steuerung ist so ekelhaft direkt. Oh, boah, ich dachte, ich wäre. Wenn dieses Spiel gespielt hat, weiß man erst, wie sehr man Steuerung verkacken kann. Naja, es geht. Es ist ein geiles Spiel an und für sich. Ah, ja. Das ist jetzt doof, dass ich da vorne. Prinzipiell an und für sich. Wow. Nein. Nein! Ja, und er kriegt den Stern, ne? Da auf 2 oder wo er war. Ist klar. Natürlich wieder extrem fair. Ja, freu dich doch! Ja, Entschuldigung. Ich vergesse immer, dass wir hier miteinander spielen. Wieso kriege ich eigentlich kein Item? Hat er irgendwas Bestimmtes zu sagen? Geh weg, Bowser. Niemand mag dich. Da kriegt er einen Pilz oder sowas. Das glaub's nicht. Okay, du hast einen Pilz auf 2, das sieht ganz gut aus. Das entnehme ich mal deinen Orgasmuslauten. Nein! Mann! Oh, wie er hier durchgekommen ist. Was ist denn hier los, Alter? Ich kann nicht kommentieren. Dexter, erzähl, ich muss mein Bier aufmachen. Ja, ich erzähl doch schon. Mein Bier ist auch. Ich hab Zeit, was zu erzählen. Ich hab immer zu erzählen, wie schlecht ich bin. Da kann man jahrelang drüber reden. Distelhäuser Radler, meine Fresse. Ein unerschöpfliches Thema ist das. Distelhäuser Radler. Ich bin Erster und Zweiter geworden. Und die Schneestrecke ist geschenkt. Oh Gott, wenn die wirklich geschenkt ist, dann. Was kommt jetzt? Jetzt wetten wir, verkacken das dann.
Ey, das glaubt uns keiner, dass das der erste Versuch ist. Ja, da, wir sind bei der zweiten Strecke und du denkst, wir schaffen das. Wir die fahren jetzt Geistertal. Ja, die kann ich. Die ist schwierig. Ja. Scheiße. Die ist wirklich schwierig. Und wieso verkacke ich jetzt immer den Powerstart? Ich komme zu denen noch. Ah, fuck, ey, die ist ekelhaft, die Strecke. War da ein Boostfeld vor dem Ding ja, da? Ja, 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 ja. Fuck, wieso muss ich hier immer. Ich will Geländer. Gelände. Ich lege mal eine Banane. Na, fuck! Ich hab nur. Entschuldigung. Na, oh, Mann, ey, das ist so schwer. Weißt du, bei Mario Kart wird's mal kurz hier so nach da lenken und nach da. Und dann wärst du da durch diesen. An diesen Spalten überall vorbei. Auch auf irgendeinem so 2 mm Steg. Aber hier ist das wieder so richtig schön schwierig. Weißt du, besonders. Hier, ey, wenn du dagegen fährst, dann hast du doch schon verloren. Dann bist du. Ja, du hast sowieso verloren. Gleich in die Banane. Danke für die vielen Chancen, die ich hatte. Ich Yoshi kann leider. Tritt mich in der zweiten Runde. Echt gut. Ja, noch ein bisschen mehr Löcher. Kommt schon. Demnächst müssen wir hier fliegen, oder was? Oh, das ist Mario Kart 7. Scheiße, so ein dummer Fehler. Ja, eben. Die haben hier schon den Grundstein für Mario Kart 7 gelegt. Oh, wir haben in dem Spiel vergessen, unsere Flugeigenschaft dahin zu programmieren. Das machen wir im nächsten, einem der nächsten Mario Karts. Oh nein, oh, ich kann doch nicht, ich komme hier nicht mehr in eine gerade Lage. Oh, hi. Ich komme hier nur noch in so ein Schlingelschlangel. Nein, oh Mann. In so ein Geschlängel. Und dann ist alles verloren. Die Strecke geht wirklich. Das hört sich jetzt dumm an, weil ich auf 7 bin, aber... Ja, alles ist möglich, ne? Solange du wild bist. Och ja, toll, jetzt habe ich kein Item bekommen. Ich muss halt den Turbo. Ich muss halt den Turbostreifen richtig treffen. Da driftet er jetzt auch nochmal, um noch zu zeigen, was er eigentlich alles drauf hat. Boah, guck mal, so muss das aussehen. Halt die Fresse. Ja, das sagt der 8. hier zum 7. Weißt du, wenn wir jetzt schlau werden, würden wir ein Safe State machen. Ich hab Schock. Ja, du. Das bringt dir nichts mehr. Jawohl. Damit kann ich vielleicht noch Überrundungen wieder rückgängig machen. Da, oder auch nicht. Die überrunden dich sogar, wenn sie klein sind. Ja, ich glaube auch. Das sieht wieder voll cool aus, wenn ich das render. Deine Leiste ist voll vollgeschlabert und bei mir immer nur so kleine Ausschläge, die dann ins mega übersteuern. Was meinst du? Die Audiospuren. Wieso? Weil du die ganze Zeit laberst und ich nur. Weil du die ganze Zeit laberst und ich nur schreie. Und dann. Ach so. Oh, du bist gleich Game Over. Drück. Ja. Ey, ich hab die perfekte Ausgangsposition meines Lebens. Ey, ich das muss stimmt, nur. Weil ich bezweifle, ohne dich jetzt fertig machen zu wollen. Alter, die Fresse! Das wird schwer. Oh, warum denn 2 Münzen? Das ist ein Regenbogen-Boulevard und so eine Scheiße vor uns. Regenbogen-Boulevard ist die einfachste Strecke of the world. Mhm. Sehe ich genauso. Deshalb. Ist sie auch immer die letzte Strecke im Special Cup, weil sie so einfach ist. Ja, ja, nochmal, ist auch bei New Super Mario Bros. Auch immer so, das letzte Level ist immer so einfach. Eben. Das ist ja, macht ja auch extrem. What, Donkey Kong, fick dich! Der Schwierigkeitsgrad in Spielen ist grundsätzlich immer am Anfang hoch und wird immer leichter. Ja, 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 ich weiß. Das macht ja auch genau extrem viel Sinn, das fördert die Motivation des Spielers und so weiter. Richtig, richtig, richtig. Sollte echt, wir sollten Game Designer werden, Cornel. Wieso ja. Fliege ich da in die letzte dreckige Ecke der Welt? Wieso kriege ich immer nur scheiße Münzen? Weißt du, die könnten mal so ein bisschen diese hier, das ist wie bei Custom Tracks mit den Ecken. Die Ecken sind, die sind viel zu grausam mit den Ecken. Nein, doch die dumme deine, niemand will das hören. Okay. Erzähl leid. Weiter, was ist mit Custom Tracks? Das ist genauso wie mit den Ecken, da fliegt man viel zu schnell runter, da wäre man eigentlich noch voll drüber gekommen. Ja, voll behindert dieses Spiel, ey. Ja, Mann, finde ich auch. Oh, das ist so geil, ey. Geht eigentlich. Ey, hier müsste man noch rumdriften können. Dann müsste das eigentlich passen. Ja, ungefähr so. So, dass man auch am Ende nur ungefähr 2 Jahre vom Gas gehen muss. Dann lohnt sich das extrem. Zum Beispiel sowas. Da hätte ich nein. Jetzt noch drüber kommen dürfen. Das wäre doch voll möglich. Och, Mann, ich hab Mann. Du ich brauch das Item in der letzten Runde. Kannst okay. Du die Items vielleicht immer auf der rechten Seite? Ah, du bist gleich hier Game Over. Nee, du kriegst ein extra Leben. Oh nein, er ist noch da. Scheiße. Er fährt noch mit, Mann.
Verdammt, echt. Und die können es endlich alleine machen. Boah, ich hab eine Feder. Bringt die hier was auf der Strecke? Ja. Wo? Unten beim Runterfallen. Oh yeah. Keine Ahnung, kannst wenn du verkackst, kannst. Oh, Junge, ey. Hallo? Nur weil ich ein bisschen langsamer und schlechter als die anderen bin. Du bist was ganz Besonderes, Dexter. Ganz genau. Du bist ja Grundschullehrer. Da wirst du dich mit mehr von meiner Sorte hier rumschlagen müssen. Oh, die werden alle. Unfähig. Pädagogisch gefördert. Die werden pädagogisch gefördert. Nee. Ah, du bist doch Game Over. Oh, ich hab noch. Oh, Scheiße. Die sind da zu doof, um dreimal hintereinander Achter zu werden. Jetzt kann ich mich wieder zurücklehnen. In die Kommentatorenposition gehen. Das ist ja immer das Schönste bei dem LP, wenn ich nichts mehr machen muss. Ja, das ist mir meistens Spaß eigentlich. Jetzt habe ich die Items wenigstens für mich. Was denn? Ja, das klingt so voll der Klotz am Fuß. Ja, nein, das war immer doof, weil in der letzten Runde waren die Items alle weg. Oh Mann! Oh, das ist echt diabolisch. Das muss man schon sagen. Die Fresse. Erzähl was! Grausam, tief und schwarz, wie das Loch deiner Mutter. Witzig, spritzig. Witzig spritzt er mir ins Gesicht. Richtig. Cornel? Ich glaube, der siebte Platz reicht nicht. Halt die Goschen ein. Ich dachte nur, du weißt es vielleicht nicht. Ich weiß einiges nicht. Okay. Zum Beispiel, wie man deine Mutter ertragen kann. Das stimmt, du hast sie nämlich noch nicht kennengelernt. Richtig. Also diese Aussage ist eindeutig wahr, damit hast du recht. Cornel hat übrigens gerade Unter uns geguckt. Richtig. Das ist eine komische Serie. Fast wie Berlin Tag und Nacht und so ein Kram. Guckt ihr euch sowas an? Ich bin ja dafür, dass Leute, die sich sowas geben, eindeutig... Boah, schubst mich doch nicht hier rum, ihr Mobber-Opfer! ...einen extravaganten Geschmack haben. Du, ja. Weil wenn ich mir eine Runde Berlin Tag und Nacht angucke... Oh, das ist doch was ganz anderes. ...noch nicht oft getan. Du hast früher Berlin Tag und Nacht geguckt. Und nein, GZSZ! Ach, GZSZ, ist doch alles dasselbe. Auf jeden Fall. Du immer, wenn ich mir selber sowas angucke... Yoshi! Yoshi! ...dann sterbe ich. Nein! Das war die Chance meines Lebens! Minuten... Halt doch mal die Fresse, ey! Hä? Eben wolltest du noch, dass ich laber. Ja, erzähl weiter. Ja, erzähl weiter. Oh Mann, das war... Oh Mann! Ach Mensch, wir müssen eigentlich gar nichts mehr sagen, Mann. Commentary ist irrelevant bei diesem Projekt. Ich glaube, die sitzen eh alle so... haben schon jegliche Finger und Zehennägel abgekaut. Oh Mann, ey. Gucken dir zu. Mit diesem Nervenkitzel. Ich schaffe das nie wieder auf der ersten Strecke 1 und auf der... Oh. Ja... Die Wahrscheinlichkeit könnte ich dir jetzt ausrechnen, wenn ich Sozi wäre, aber ich denke mal, in den nächsten 100 Parts wird es nochmal auftreten, von daher alles noch im Rahmen. Scheiße, Alter. Dieses aber ja, der Anzahl rechnen ist das auch nicht schlimm. Oh Mann, das ist doch wirklich, die dissen dich doch. Eines Tages wird der Tag kommen. Ja, ne, die zum Beispiel solche Bowser und Donkey Kong Jr. sind doch viel zu fett für solche Strecken. Ich finde, die sollten hier gesperrt werden oder so. Das war ein bisschen knapp. Ohne Spaß, ey. Die haben hier drauf nichts verloren. Das ist gefährlich. Gefährden ihre Mitfahrer. Hab ich die Banane dahingelegt? Bin ich denn behindert? Kann sein, ja. Hab ich manchmal auch so das Gefühl. Bin mir aber noch nicht so sicher. Ich hab nicht die Zertifikation. Zertifikation? Mhm. Halt die Qualifikation. Um dir das zu sagen. Ey, das ist gut jetzt, Cole. Jetzt mach die fertig. Wenn du einmal vorne bist, dann keine Fehler mehr machst, dann könnte ich auch nicht mehr runterbumpen hier. Ja, genau. Was sagst du so? Wow, geil. Geiler Typ. Gott, ey. Ja. Ja. Was machst du da? Ich fiebere mit, Mann. Und außerdem rennen gerade Leute von meiner Tür rum. Ich bin ein wenig verwirrt. Ja, ich wollte gerade sagen, sagst du zu mir? Ach, ich kann nicht reden. So, Cornel, vierte Runde. Mach es. Oh, fick dich nicht. Was kommt der denn jetzt nochmal an? Der hat einen Stern an. Ja, dann bleib einfach vor ihm. Ja, lustig. So, um nochmal zum Thema zurückzukommen, schreibt mal runter, was ihr von so einem Kram habt. GZSZ, was weiß ich, unter uns, was irgendwie voll unbekannt ist anscheinend. Nein! Nein! Leck mir die Wurst, Alter! Leck mir die Wurst! Leck mir die Wurst! Yoshi ist irgendwo im Nirgendwo! Ja, Setznest!
Wenn die Aufnahme abbricht, dann... Okay, wie viele Strecken noch? Regenbogenboulevard und die und Wolkending, ne? Die Eisstrecke ist geschenkt. Guck mal meinen Vorsprung an. Ja, das Ding ist, du hast nur keine Leben mehr. Guck mal meinen Vorsprung an. Du hast aber keine Leben mehr. Oh, scheiße, ich habe 8 Punkte. Du hast kein Leben mehr. Die nächste Strecke ist geschenkt. Ja, wenn du die jetzt mit 1 abschließt, was passiert, wenn du jetzt, verkackst auf Regenbogenboulevard? Ja, dann haben wir verloren. Also es ist nicht so, dass du da mit den Punkten, die du noch hast, nein. Weil dann könntest du ja vielleicht sogar noch gewinnen, theoretisch, aber... Naja, das geht nicht. Dann bist du Game Over. Nein. Oh, fuck! Das war ein bisschen übertrieben, Call, wa? Man sollte ja nichts überstürzen. Oh ja, genau. Nichts überstürzen. Egal, ein Blitz wäre geil. Die Musik hier ist teilweise echt cool in dem Spiel. Ja, total. Okay, das ist immer bei Nintendo Spielen. Ich finde die cool. Ey, ich habe heute erst wieder Donkey Kong Country Musik gehört und für die Musik muss man das Spiel schon so ein bisschen lieben. Ja, auf jeden Fall. Musik ist toll. Was geht mit dir ab? Ich konzentriere mich. Nee, ich finde einfach bei Donkey Kong Country, das sind so Melodien, oh mein Gott, da wird. Oh nein, der Stern ist aus. Wenn ich ein DKCR-LP machen würde oder so, würde ich komplett mein Commentary durchsingen. Halt einmal den Mund! Okay. Nein, erzähl! Guck mal, du bist auch so ein bisschen schizophren. Ja, das ist ein Let's Play, ich kann nichts dafür. So dezent. Okay, ich will dich nicht ablenken, ne? Aber trotzdem muss ich hier noch irgendwas reinlabern, damit die Leute nicht vollkommen vor die Hunde gehen hier. Und nicht vom Bildschirm einschlafen. Okay, ich bezweifle, dass irgendjemand hierbei einschläft. Am wenigsten Cornel. Ne, Cornel? Halt die Fresse. Erzähl was. Yoshi wurde gedisst! Ich habe... Boah, ich hab so viele Punkte vor! Ja, das bringt dir, also ohne dir die Hoffnung nehmen zu wollen, aber das bringt dir nichts, wenn du auf Regenbogenboulevard verkackst, das wäre. Wie viel hat Luigi denn? Das weiß ich nicht genau. Ja, Alter, ich muss nur Vierter werden. Ich muss nur Vierter werden. Luigi ist jetzt direkt hinter dir, okay. Ja, Luigi kann nur noch 30 Punkte holen. Ich hab doch genug Punkte, aber ich geh Game Over. Das ist so unfair. Okay, Call, wenn du Vierter wirst, dann bist du der geilste Mensch, der je geboren wurde, ohne Witz. Wenn wir das First, was heißt wenn wir, wenn du das First Try jetzt schaffst, ey, dann feiere ich, mein Freund. Ich hab ne Flasche, oh. Geh du los. Ich hab ne Flasche Jägermeister da, egal wie das ausgeht, die hat ihren Sinn, die hat Sinn und Zweck. Boah, das geht so Augenkrebs. Nein, warum lege ich da eine grüne hin? Ich fahre in die grüne. Die sieht man nie, diese. Hier sind noch irgendwo Rampen, ne? Die sehe ich bis heute nicht. Oh, scheiße, Mann, ich werde überrundet. Das ist zu viel Druck. Oh Mann! Ich habe genug Punkte! So much pressure! Bist du sicher, dass man die Punkte nicht behält? Ja, du bist ja Game Over, du kommst nicht mehr in den Punktebildschirm. Ja, scheiße, aber auf der letzten Strecke. Nein. Alter. Oh. Jetzt ist die Frage, ob du den am Ende oder... Ich weiß nicht so genau, was sinnvoll ist, weil du hast schon... Oh, ich hab so schon... Abstand. Ja, ich setz ihn gleich ein, glaube ich. So, kann man zwei in einem Rennen kriegen, wenn man ganz lucky ist? Wir hatten gerade zwei auf einmal. Ja, dann würde ich da drauf setzen. Wie sagen. Ja, okay. Tolle Swarms, die sind echt nett, die Typen. Hab ich nicht gesehen. Oh Mann, ja, das war's. Ich werd gleich überrundet. Oh fuck! Das ist echt schade, weil der andere war richtig lucky. Ist nicht schlimm. Mach dir keinen Vorwurf, Cornel. Halt die Fresse. Bin schlechter als du. Ach, danke, das tröstet mich. Ja, das will ich doch schon. Ach, Mann! Ups. Ja, entspann dich. Ruhig. Wenn jetzt noch irgendwelche wichtigen Adern platzen, hilft uns das allen nichts. Mir schon. Wir müssen das ja nochmal machen, ne? Also, ach, Mann! Was machst du denn? Das ist so viel Druck. Oh, ich werde überrundet. Ja, was? Jetzt mittlerweile ist kein Druck mehr. Niemand sieht hier mehr Hoffnung. War das entspannt zu Ende, mein Freund. Alles ist gut. Komm. Wenigstens nicht überrundet werden. Das ist das neue Ziel. Okay. Wenigstens nicht von allen überrundet werden. Das ist das neue Ziel. Ich muss nur Vierter werden. Der Vierte hat mich noch nicht überrundet. Okay. Redest dir ruhig ein. Schaffst das noch. Jo, was sind denn das für ekelhafte Twarms? Oh, die sind schon im Ziel. Diese Twarms, die zusätzlich machen die einen auch noch so hier
du weißt. Ey, ich habe echt ein extra Leben verdient, oder? Spin me right round, machen die das auch noch? Warum krieg ich kein extra Leben? Ich weiß nicht. Ich war doch schon zweimal Siebter, vielleicht krieg ich ja noch eins. Was ist mit der roten los? Achso, die geht ja auf den Sechsten. Nicht auf Yoshi. Also der roten, diesen roten hier im Spiel hätte man auch mal so ein bisschen Intelligenz spenden können. Obwohl, dann wären die zu OP, man kann die ja nicht blocken. Ich bin noch Siebter geworden ein paar Mal, vielleicht krieg ich ein extra Leben. Ja, also das würde ich jetzt nicht unbedingt setzen. Gib mir ein extra Leben! Sieht schlecht aus. No du more extra Leben. Hurensohn-Spiel! Och man. Das Schlimmste ist ja, selbst wenn wir das jetzt geschafft hätten, ich hätte nichts dazu beigetragen. Dexter, du hast das ganze Spiel nichts dazu beigetragen. Doch. Den Sterncup haben wir unter anderem wegen mir geschafft. Ja, das ist... Weil ich nicht direkt rausgeflogen bin. Eigentlich ironisch, dass diese Musik so fröhlich ist im Hauptmenü, wo dieses Spiel doch so gerne Menschen umbringt. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn es wieder heißt, Cornel verkackt! Super Mario Kart Special Cup, nur mit Cornel, ohne Dexter. Dexter ist nur da, um sinnlose Kacke im Hintergrund zu labern. Weißt du, wenn ich wenigstens in der ersten Strecke Game Over gegangen wäre, okay? Aber so ist die Schmach so groß, oder was? Schaff das jetzt im nächsten Part! Ja, bis dann und ciao, tschüss! Tschüss!